Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BG Farm mit dem Simon, Dominik, Richie und dem Leo. Hi, na. Servus. Ja. Servus, grüezi. Ne, wie sagt man das? Allzeit. Grüezi. 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 Da wird nicht mehr das gesagt. Bin ich Schweizerland oder was? Sag mir das nicht da, wo du herkommst. Bitte was? In Österreich nicht? Nee. Nee, nee, nee. Grüezi? Da grüßt man sich nicht mehr. Okay. Nach der 24 war die fertig gewesen, ne? Nicht die 18 oder 19 oder nein. Sowas? Nein. Okay. Wir sind alle froh. Alter! Wer hat sich umgeworfen? Ich möchte auch gucken. Ich bin über so eine Kante rüber gesprungen und mit der Schnauze benutzt, die im Boden gelandet, auf 0 km/h abgebremst. Ich dachte schon, Leo lacht gleich. Ich guck nach links, was passiert? Leo fällt voll und wie im Baum. Wow. Aber nicht nur geschnitten, sondern frontal mit dem Mähdreck vorne gegen. Warum macht er denn sowas? Als ob ihr das jemand glauben würde, Richie. Ich glaub dir doch nie im Leben jemand. Wollen wir nicht noch ein zweites Schild kaufen? Zweites wir haben kein Geld dafür. Oh, okay. Aber, ja, prinzipiell, naja. JCB, der bremst ja wieder das gar nicht. Gar nicht. Ja. Ah! Da kam auch was von hinten. Oh. Die ist immer so aufdringlich. Wer denn? Jetzt stehen wir schon wieder kuscheln. Oh, nee. Oh, jetzt geht der Anhänger nicht leer. Gib mal außerhalb des Silos ab. Ich hab was hingelegt. Eh nix. Man sieht das nicht mal. Wow. Hoppen ihr in die Halle wahrscheinlich. Mähwerk und Schwader und so. Ja, in der Halle. In den Halle drin allein. In der Schale ist. Gibt's eigentlich eine mehrstöckige Halle? Nee, ne? Parkhaus, ja. Ja, sowas in der Richtung. Es gab ja im 15er diese OGF Bayern Map. Kennt die einer noch? Klar. Ja. Die war richtig geil. Die hat auch so einen mehrstöckigen Hof gehabt. Bip, 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 bip. Ja, Simon, ich lasse dir mal den Vortritt. Ich hab das größere Schild. Ja. Aber wieso hupst du jetzt? Kommst du ja weg? Leo, bist du nervös? Was ist mit dir? Was? Ja. Doch, mein Notebook wieder. Wo ist mein Handy jetzt? Na, hast du schon so viele Elektrogeräte rumliegen, dass er nicht mal weiß, wo sie rumliegen? Ja, genau, nach dem Motto. Mein Handy läutet die ganze Zeit, wer ist denn das bloß? Was? Ach ja. Ja, wenn wir dann auf die neue Karte wechseln, würde ich gerne ein paar Modfaktoren mit reinnehmen. Ja? Das tut bitter Not. Mittlerweile gibt es ja doch recht gute, recht hübsche. Das Geräte. Stimmt. Gibt es ja nicht deinen berühmten schwarzen Case wieder? Wenn wir einen finden, bin ich schlecht. Wow. Aber ist der Puma nicht zu schwach? Ich weiß es nicht. Was hat denn der? Puma. So ein Optum möchte ich gerne machen. Aber prinzipiell sollte der Traktor 60 fahren, sonst kommt jetzt wieder, du bist zu lang gefahren, mach dich weg. Ach, genau so, ne? Genau so. Ja, genau so. Das ist anders. Und mit Licht tut man die ganze Zeit. Ja.
Macht das Kuhn-DLC eigentlich immer noch Probleme? Das kam kein Patch oder Update, deswegen glaube ich ja. Ich glaube kein Update, ja. Okay. Das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, ne? Ich werf mal jetzt einfach mal die Löshügelland hier in den Raum. Aber die spielst du doch. Ja, das ist mir doch egal. Okay. Ja, wie gesagt, mir ist das egal. Die ist halt nur echt groß, ne? Ich hätte halt tatsächlich gerne ein paar Produktionsstätten, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht genau, da gab es noch Sachen, die ich mir gar nicht angeschaut habe. Nein. Häuser, irgendwie sowas ist da mit dabei. Ja. Ja, und dann halt so die Standarddinger, Komposter, Raffinerie für Treibstoff herstellen. Also es wäre halt richtig nice, wenn man so ein, sagen wir mal, wenn man so ziemlich alles abdeckt in dem Projekt, ne? Mhm. Also dass du wirklich die Landwirtschaft hast, du hast Produktionsstätten und vielleicht noch sogar noch ein bisschen Forst. Wäre halt schon geil. Ja, das ist richtig. Also Produktionsstätten ist die Südhermann ja extrem weit vorne. Ne? Ja, aber da musst du halt aufpassen. Du kannst nicht jede Woche ein neues Savegame erstellen und neue Map-Versionen und so weiter. Die hauen da ja wöchentlich neue Sachen raus. Mhm. Außer wir konzentrieren uns auf eine Version und bleiben da erstmal drauf. Dominik, ja, Simon, eure Meinung? Generell fand ich die Südhermann aber nicht so hübsch. Nicht so hübsch? Sie ist halt wegen dem Produktionswegen und so weiter sehr interessant, das Ganze. Sie ist aber echt nicht hübsch. Was ist denn, ich haue das jetzt einfach mal in den Raum. Nordfriesischer Marsch. Die ist auch nicht hübsch. Auch nicht hübsch. Was ist denn in deinen Augen hübsch? Sowas wie Old Streams oder sowas. Ja, aber die, was soll man denn da machen? Ja, das ist jetzt ein Beispiel für eine hübsche Karte. Oder die Chanken mit dem Hof, die war extrem cool. Kennt ihr die Pappenburg, glaube ich, heißt die? Sagt mir jetzt gerade nichts. Die hat schon 15er. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Oder? Hab ich auch neulich irgendwo gesehen, die Farben. Gibt es eigentlich, wenn du dir die Gewächshäuser platzierst, selber platzierst, gibt es eigentlich auch platzierbare Verkaufsträger? Ja. Komplett. Sonst könnte man sich ja da quasi eine schöne Standardkarte und setzt sich dann platzierbare Mods halt mit drauf. Tatsächlich ist es so, dass es wirklich fast alles schon platzierbar gibt. Ja, weil das mit den platzierbaren Sachen ist halt mehr schlecht als schlecht funktionierend. Ne? Hier, allein für die Halle hier müssten wir irgendeine Wiese nehmen. Und ja, aber es gibt auch. Ja. Zum Beispiel auf der Pappenburg gibt es eine riesengroße betonierte oder zementierte Fläche, wo du Sachen draufstellen kannst. Ist schon vorgefertigt. Aber dann ist es jetzt von der Karte echt vorgesehen. Ja, ja. Platzierbare Sachen hast du, ja, dann ist es okay. Aber es gibt auch wiederum Karten, wo du das halt nicht hörst. Ja, ganz ehrlich, wenn wir eine Karte gefunden haben, dann haben wir sicher jemanden, der uns da ein bisschen Beton drauf klatscht auf eine Fläche und fertig. Ja. Ja. Weil wenn es nichts gibt, was uns gefällt, dann müssen wir es halt selber, ne? Also ich kann ja so sagen, was für mich besonders wichtig ist bei so einer Karten, sind halt die Wege. Ja. Weil da verbringst du schon extrem viel Zeit mit. Und wenn das so die ganz normalen billig Plastikstraßen sind, ne, das macht halt einfach keinen Spaß darauf rumzufahren. Was verstehen du unter Plastikstraßen? Ja, hier auf der Karte ist ein super Beispiel dafür. Die gefallen dir nicht? Nee. Okay. Du magst richtig diese stark asphaltierten Flächen, oder wie? Nee, so mehr so Feldwege. Weißt du, wie auf der Tour Rivers damals? Ja. Wo du durch den Wald gefahren bist. Ja. Einfach eine super Beispielstrecke, wie ein richtig geiler Weg aussehen kann. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Das ist halt nicht so einfach. Das ist wichtig. Aber das ist halt schon echt extrem wichtig. Also, für so einen Asphaltplatz ist es kein Problem. Aber ich finde bestimmt niemanden, der uns neue Straßen einbaut auf einer Map. Vor allem nicht in den kurzen Zeitraum. Nee, das ist tatsächlich sehr schwierig, habe ich damals, ja. Glaube ich, mit René kurz unterhalten, weil ich auf die Straßen auf der Mac auch scheiße fahren, hat er gesagt, das ist echt nicht so einfach, da muss ich komplett fast die ganze Karte neu bauen. Ja, genau. Also das muss schon die Voraussetzung schon passen. Aber das ist halt auch nur so ein Feature, wie die anderen auch.
Wenn das halt alles andere erfüllt, dann Gottes Willen, dann kann man auch mit den Plastikstraßen leben. Simon! Schläft. Haben wir irgendwo noch Mais, das wir vielleicht unterhexen könnten? Ganz viel Mais? Mais weiß ich nicht. Wir hatten mal angefangen zu häckseln, aber ich weiß nicht, ob wir das dann gelassen haben oder nicht oder schon oder ich weiß es nicht. Das hat nicht reif, wenn ich richtig. Ja, dann spul doch vor, ist doch sowieso People Popel, scheißegal. Wer ist noch da? Ich. Was? Ja, manche sind vielleicht schon eingeschlafen hier. Ja. Ja, wollen wir noch häckseln oder wollen wir das nicht machen? Was haben wir noch was zu häckseln? Ne, wir können aber Zeit verspulen. So, ach. Unten. Insgesamt sind noch 4 Felder da. Ja, dann spul vor, zack, zack, fertig. Ich hab mal Pflanzenwachstum angemacht. Du bist so gut zu uns, Regie. Oh nein, es ist dunkel. Mutti macht das Licht an. Ah, es ist wieder hell. Es regnet. Komm mal bitte kurz. Sag mal, irgendwer. Die Taste klemmt. Was hast du wieder gemacht? Du hast eine Nachfrage nach Köln gemacht. Oh. Ich bin wieder vorbei, glaube ich. So lange wie du vorgeschwunden hast. Hackschnitzel. Hackschnitzel haben wir so viel im Lager, können wir direkt verkaufen. Ja. Nämlich gar nicht. Dominik hat sich schlafen gelegt. Oh nee, Dominik, warum machst du denn sowas? Geht doch nicht. Ah, ich war müde. Willst du häckseln? Hey, Mann. Wo ist denn ein Anhänger? Bei der BGA? Oder? Ja, den bringe ich mit den Anhänger der BGA. Ich glaube, hier ist der Ladewagen. Hier ist der Ladewagen? Den Ladewagen, Dünke. Häckseln wir dann Mais oder was? Nee, Kartoffeln heute. Cool, neues Gimmick. Ja, damit du sterben gehen oder so. Warum? Nee, hab ich nicht vor. Also, das hätte ich. Nee. Der fällt am Hof, Leo, alles klar, sehr gut. Weißt du, nein, das ist in der Nähe von der BGA. Ja, das ist Nick. Soll ich dich drüber schieben? Wo haben wir das Geld her jetzt auf einmal? Vom Drüberschieben oder was? Zeit vorgeschoben. Achso. Vom Drüberschieben, manche machen das hauptberuflich. Wow. Erklär mal, Richie. Nee. Würdest du nicht verstehen, Werner. Okay. Welches Feld, Richie? Ja, irgendwo im ja. Irgendwo im Norden. Norden, das ist nicht mit dir, Werner. Nee? Habt ihr schon mal mit dem Mod gearbeitet, der Fahrgassen macht? Proceed. Nee, hab ich nicht. War nicht möglich. Bitte. Und dann, das ist die erste Frage, die halt total hintergeschmettert wurde. Aber die zweite Frage ist, es gibt ein Güllefass-Pack. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das Multiplayer-fähig ist. Wir haben uns das heute, also vor ein paar Tagen angeschaut. Ist das, ich weiß aber nicht, ob das Multiplayer-fähig ist, das Ganze. Ist es das, wo du da den Rüssel bewegen kannst? Genau. Das ist gut. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Sache. Die Leute könnten sowieso mal, wenn sie Bock haben, ein paar Mod-Vorschläge in die Kommentare reinhauen. Wenn wir jemals so weit kommen, dass wir Gülle produzieren. Das wird nicht passieren. Das ist richtig. Aber hey, willst die Idee war da. Eigentlich müsst ihr irgendwo. Nein, müssen wir irgendwo hinlegen und schlafen. Richie, komm mal 39. Dann 39, da unten. Ja, und dann 33. Windschatten, Junge. Sind wir bei ETS oder was? Ja. Der bin gar nicht mehr, da ist der Walter. Was macht er denn schon wieder für Zeug?
gar nichts. Okay, gut, dann kann ich die Folge beenden. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bei, wenn ihr irgendeinen Mod-Vorschlag für uns habt, eine geile Map, gute Mod, wie auch immer, im Multiplayer, das ist ganz wichtig, im Multiplayer, könnt ihr den gerne in die Kommentare anschreiben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bye bye. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.